Und damit willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. 2. Unser Spielstand ist zwar auf 100%, allerdings will ich mir noch den Münzrausch angucken. Und das machen wir noch in, entweder in diesem Part oder noch in weiteren Parts, je nachdem wie lange das dauert, wie ich mich dazu entscheide. Ja, und es gibt diese Parts auch jetzt sehr wahrscheinlich eher als gedacht. Im Let's Play habe ich erzählt, ja, irgendwann nach Pokémon Purpur oder nach Pokémon SoulSilver, eins von beiden. Ich glaube nach Pokémon SoulSilver. Allerdings habe ich meinen Sendeplan so ein bisschen sehr wahrscheinlich umstrukturiert. Ich sage aktuell noch sehr wahrscheinlich, weil es ist, steht noch nicht 100% sicher. Ja, daher, mal gucken. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt in den Münzrausch reingehen. Ich weiß auch nicht mehr ganz so 100%, was das war. Es ist halt sehr lange her. Münzrausch, bestehe 3 zufällig ausgewählte Level direkt nacheinander und sammle so viele Münzen, wie du kannst. Es sind derzeit keine Mii-Charaktere, Mii-Maker vorhanden, weder einen der folgenden Gast-Mii-Charaktere. Das muss ich jetzt hier im Programm machen und ich habe nur Zugriff auf den Standard-Mii. Okay. Tausche Münzrausch-Rekorde und Mii-Charaktere mit Freunden aus. Alles klar. Nee, Streetpass wollen wir jetzt nicht aktivieren. Genau, ist nicht aktiviert. Und dann können wir jetzt hier Münzrausch starten. Okay, das ist der Standard-Mii da oben. Gut, kennen wir schon aus Mario Kart 7. Einen anderen Mii haben wir leider nicht. Okay, mit Mario antreten, mit weißem Waschbär Mario antreten. Der weiße Waschbär Mario, das ist ein extra Item aus dem Spiel. Den würde man bekommen, wenn man den goldenen Block betätigt, wenn man ein häufiger mal gefailt ist. Der wurde mir ja, glaube ich, 2-mal oder so angezeigt. Einmal habe ich den auch wirklich gezeigt. Das zweite Mal, wo der erschienen ist, habe ich, glaube ich, nicht reingeschnitten. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier das Pilzpaket, Blumenpaket und Sternpaket. Okay. Wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir es in diesem Part so hinkriegen. Gucken wir mal. Notfalls machen wir 2 Parts draus. Und wir können mit Mario antreten. Welt 1-4. Und es ist, Zeitdruck. Wir haben im Inventar eine goldene Blume. Das hatte ich ja schon so ein bisschen erwähnt, als wir im letzten Part noch die, maximalen Leben geholt haben. Und ja, es ist, heißt halt Münzrausch, weil wir hier so viele Münzen wie möglich holen müssen. Also das ist halt das Ziel. Warum ich hier dann auch dementsprechend Tanuki bin, weiß ich jetzt nicht. Einfach direkt die Goldblume nehmen und zack, los geht's. Und ja, um wirklich auch die Münzen zu farmen, die man ja später dann braucht. Da nutzt man halt diesen Münzrausch. Für die 9 Millionen Münzen nutzt man halt diesen Münzrausch. Und da muss man halt Glück haben, dass man halt, dieses Level tatsächlich, glaube ich, kriegt. Nee, ist nicht dieses Level, okay. Nee, das war doch so ein anderes Level. Auf jeden Fall, ja, da muss man ein bisschen Glück haben, aber dann hat man auf jeden Fall die Goldblume hier immer, was doch ganz nice ist. Ich krieg von der Starcoin kriege ich 40 Münzen, das ist eigentlich auch ganz nice. Ja, und wir zocken alles einfach mal durch, um das auch einfach mal zu sehen, was hier ist. Das Gute ist, dass mir ja auch angezeigt wird, wie weit wir im Level schon vorangeschritten sind. Damit ich gucken kann, ja, gleich sind wir vielleicht am Ziel, vielleicht auch nicht. So, noch kurz dich hier killen. Ja, komm, da haben wir genug Münzen. Wir haben genug Münzen. Ich kann damit zufrieden sein. Über 700. Ah, jetzt will ich aber auch noch die Fahnenstange. Ich glaube, das gibt jetzt auch nochmal eine ganze Menge Geld. Wenn ich die Fahnenstange erreiche. 30 Mario-Sekunden habe ich noch Zeit. Yes, das war doch mal richtig gut. Mal 2. Was heißt mal 2? Mein ganzes Geld mal 2? Okay, das ist natürlich krass. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Alles klar. 1590. Und dann geht's weiter hier in Welt 1, 2. Ach, ich darf die Goldblume nur ein einziges Mal einsetzen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt mit der normalen Feuerblume auskommen. Ja gut, dann ist es so. Dann muss man halt dann wirklich die Goldblume dafür aufheben. Also für einen Level, wo man halt viel Coins absahnen kann, halt aufheben. So, ihr seht. So, zack. Die Starcoin mitnehmen. Okay, die erste Starcoin bringt jetzt noch nicht so viel Geld. Okay. Gut zu wissen. Kann auch sein, dass hier überall eine goldene Blume vielleicht auch versteckt ist. Weiß ich nicht. Oh, hier. Das war es hier nicht ein Maxi-Pilz? Was hier rauskam? Ja, genau. Ist schon jetzt wieder ein paar Parts her. Aber gut, da können wir jetzt nochmal ordentlich Geld kriegen. Und dann können wir auch die nächste Starcoin. Ich muss unbedingt zum Checkpoint. Da ist ja sehr schön
für nochmal extra Zeit. So. Wo ist die Starcoin? Da ist er. Wunderbar. 20. Ah, nee. Ach so. Ich dachte, vorhin hatte die doch 40 Münzen gegeben, oder nicht? Ich habe die zweite Starcoin halt ausgelassen. Gut, ist jetzt nicht so wild, dass ich die ausgelassen habe. Wir zocken es ja nur zum Spaß. Um ein bisschen Spaß zu haben. Ja, und in diesem Level habe ich nicht 1700 Münzen gesammelt, sondern, ja, ein bisschen weniger. Das sind noch die Münzen aus dem ersten Level. Aber interessant, dass ich das jetzt wieder verdoppeln kann. War vielleicht doch nicht so verkehrt, im ersten Level doch direkt die Goldblume zu nehmen. Oh, Pilz, Schloss. Das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Also war es echt nicht verkehrt, dass ich da die Goldblume direkt im ersten Level verwendet habe. Also konnte ich meine Münzen da sehr gut maximieren. So, das Geisterhaus, das war ja sehr, sehr cool, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, warte, da komm, da gehe ich schnell runter, hol mir mal die 10 Münzen. Und dann gehen wir hier mal ganz schnell weiter. Ganz, ganz schnell. Ja, ich denke mal, es wird nur noch ein einziger Part, den ich jetzt nochmal kurz nach dem, ja, da war die andere Starcoin, ist egal. Den ich kurz nach dem, nach den letzten Parts dann irgendwie veröffentliche. Dass irgendwie letzte Woche für euch dann das letzte, die 100% erreicht wurden. Mal gucken, das werde ich dann sehen, das werde ich dann sehen. Waiaiai. Okay, das ist jetzt ein bisschen fordernder, weil man ja auch ein bisschen unter Druck steht, aber passt. Und hier gibt es extra... Achso, muss ich... Ich dachte, das war ein Geisterhaus. Warum ist hier jetzt ein... Oder habe ich... Nee, das ist das Schloss. Achso, Pilzschloss. Ja, moin. Stimmt. Habe ich gar nicht geblickt. Ich dachte, das wäre das Geisterhaus. Das heißt, wir müssen auch jetzt noch einen Bosskampf machen. Ist ja krass. Diese Level, wie gesagt, sind alle zufällig gewählt. Also auch das Schloss würde ich mal schätzen. Oder kommt als drittes zwingend ein Bosskampf. Als drittes Level. Wir werden das in den anderen beiden Paketen dann sehen. Auf jeden Fall versuche ich dich jetzt so schnell wie möglich zu besiegen. Wann kommst du raus? Wann kommst du raus? Jetzt. Und dann direkt zu dir. Ah, schnell hier oben hin. Wunderbar. Da will ich jetzt keine Zeit verplempern. Ganz einfach. Krieg ich dann nochmal doppelt so viel? Weil hier kann ich ja jetzt keine Fahnenstange erreichen. Oh nein. Okay, wir kriegen damit nochmal doppelt so viel. Also, doch, kann man mit zufrieden sein. Kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein. Also, ich muss das noch den Schlüssel nehmen. Wunderbar. Für den ersten Run? Ich weiß gar nicht, wie sehr ich damals den Münzrausch gezockt habe. Keine Ahnung. Ich könnte auf meinen 3DS nachgucken. Könnte ich. Oh, 50.000 Münzen gesammelt. Haha, nice. Da kann man schon viel machen. Also, das ist schon nice. Ja, wir gehen wieder zurück zu den Level-Paketen. Wir haben jetzt 8 Minuten etwa gebraucht für das erste Paket. Das heißt, alle drei Pakete etwa 24 Minuten. Kann man machen. Kann man machen. Dann ist das heute auch der offiziell letzte Part. Ganz einfach. Dann ist das so. Dann startet bald ein neues Projekt. So, Wickler. Ist das das Level mit der Goldblume? Falls ja. Ist es das? Ich habe halt im letzten Part immer ab dem Checkpoint gezockt, daher kann ich es jetzt nicht genau... Aber doch, das ist das. Ich laufe mal ein bisschen durch. Hole mir die Starcoin. Danke. Oder? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es gleich sehen. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ja, das ist das. Ja, moin. Was habe ich für ein Glück. Dann gehen wir da kurz hin. Tanuki habe ich gerade auch, also passt. Ja, hier. Warum, hier war ich ja im letzten Part. Dann mal ein bisschen hier bleiben. Mal gucken, ob ich vielleicht dann die 9999 Münzen direkt mit nach Hause nehmen kann. Ja, sehr gut. Jetzt, hat's geklappt, sehr, sehr gut, immer her mit den Münzen. Ich war da jetzt sehr doll angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, her mit den Münzen, bei 99.000 mache ich halt Schluss. Der Zähler, merkt ihr, dass der Zähler ab und zu auch ein bisschen laggt? Dass manchmal die Zahl ein bisschen zurückgeht, jetzt nicht mehr, aber eben bei so 3.000 noch was war das noch so. Dass jetzt, dass die 100er manchmal zurückgegangen sind. Ja, nehme ich mit. Achso, man kann sogar mehr als 10.000? Achso?
Aber ich nehme die 10.000 mit. Ich will ja noch das Ziel erreichen. Ich will ja noch das Ziel erreichen. Dann machen wir das noch. Ich kann ja das mal zweiter machen. Dann ist nicht bei 9.000 Schluss oder ist bei 99.000 Schluss? Hä, 99 doch nicht. Ach, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es jetzt nicht. So, jetzt will ich natürlich auch die Fahnenstange erreichen. Hat geklappt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Mal zwei. Ja, ich hatte noch 50 Sekunden übrig. Hätte ich noch ein bisschen länger da bleiben können. Ich war dann doch so überrascht, dass mehr als 10.000 möglich waren. Wo war die Grenze da? Na, vielleicht finden wir es jetzt neu raus. Vielleicht finden wir es heraus. Ich will jetzt einfach nur das Ziel erreichen. Natürlich ein Wasserlevel, ist ja klar. Oh, hier könnte ich die Goldblume kriegen. Yes! Will ich einmal die Goldblume haben, kriegen wir sie auch. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Her mit euch, her mit euch. Du, erst recht. So, tschüss mit euch, tschüss mit euch, tschüss mit euch. Sehr schön. Das ganze Let's Play wollte ich die eher weniger haben. Jetzt können wir das richtig auskosten. Jetzt können wir das auskosten. Aber nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Hier jetzt mal nicht in die Strömung rein. Oh, schön den anderen bekommen. Hier, zack. Ja, eine 10er-Münze nehme ich natürlich auch. Vielleicht müsste auch mal Checkpoint kommen. Das wäre ganz gut. Da ist der Checkpoint. Sehr schön. 100 Zeit noch übrig. Sekunden. Warum sind eigentlich hier die Sekunden immer in Mario-Spielen so... Nicht die echten Sekunden. Also warum vergehen die immer schneller? Ich verstehe das bis heute nicht. Ah, ich kann mich an diesen Ort hier erinnern. Bin ich hier nicht auch irgendwie gestorben? Ich weiß es gerade nicht. Ja, da ist der Fisch. So, tschüss mit dir. Ja, Starcoins lasse ich jetzt mal komplett aus. Ich will einfach nur ein Ziel. Münzen habe ich sehr, sehr viel. Aber dennoch bis zu den 3 Millionen fehlt halt trotzdem... 3 Millionen, 9 Millionen fehlt halt dann trotzdem immer noch sehr, sehr viel. Jetzt habe ich 20.000. Das ist ein Fünftel von 100.000. Also das ist halt trotzdem eine Heidenarbeit, dann die 100.000, die 9 Millionen voll zu machen. Diesmal habe ich nicht die Fahnenstange erreicht. Leider. War hier aber auch ein bisschen schwieriger. So, kommt jetzt nochmal ein Bosskampf? Aus den anderen Welten jetzt? Dem hier, tatsächlich. Ein Turm jetzt. Ah, sehen wir nochmal die Nilpferde. Yay. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Jetzt haben wir auch nur noch die normale Blume. Oh, das war knapp. Ach, das war das, der Turm. Ich hoffe, das passt mit Scrolling und mit der Zeit. Aber bestimmt, bestimmt. Daran haben die Entwickler doch hoffentlich gedacht, dass ich hier nicht so durchrushen kann. Wird natürlich dann umso doofer beim Bosskampf. Ich hoffe, da habe ich dann noch genügend Zeit. Weil ich verstehe es so... Ey, ich war doch da gar nicht. Ich verstehe es tatsächlich so, dass die... Auch die Boss-Level so gesehen zufällig sind. Und dass beim dritten Level halt ein Level aus den Türmen oder Schlössern halt genommen wird. Natürlich kann es jetzt auch Zufall sein, dass ich jetzt hier noch einen Turm habe. So, ab hier, zack. Ich nehme hier mal eine Blume. Weil ich das kann. Ich glaube, ich kriege hier eh eine neue. Ja. Dann kann ich die direkt mal mitnehmen. Und ab nach oben. Ab nach oben. Ja, komm her. Sehr gut. Hier gab es ja auch dieses Mini-Mario-Versteck. Aber ganz ehrlich, auf Mini-Mario habe ich jetzt eher weniger Bock. Hier gibt es ja so oder so kein Mini-Mario. Hallo, kann es weitergehen? Hallo, ich bin weiter. Kann es weitergehen? Muss ich die roten Münzen sammeln? Es wäre gut, wenn es jetzt mal... Goldener Pilz? Was ist der goldene Pilz? 50 Münzen, ja moin. Das wusste ich gar nicht. Dann hätte ich rote Münzen schon längst mal gesammelt. Ja, klar. So, hier mal ein bisschen safe sein. Ich kann jetzt nicht auf den Touchscreen tippen für eine Feuerblume. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man stirbt. Ich glaube, dann muss man das Level nochmal neu machen. Okay, passt. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Hier gibt es auch nochmal extra Zeit und wir haben so oder so noch Zeit. Das ist sehr, sehr gut. Ich nehme mir mal Ersatz. Boah, wozu brauche ich eigentlich Ersatz? Es kommt die Nilpferde. Was? Plus 10 Sekunden nur? Die Entwickler wussten ganz genau, wie schwach diese Bosskämpfe. Ach, das sind sogar noch die, die alle auf einem Rad sind. Ja, gut. Dann ist das schnell gemacht. Dann ist das schnell gemacht. Zack. Und wunderbar. Mal zwei nochmal, das heißt, wir haben über
41.000 Münzen gesammelt. Nice. Aha, bei 30.000 war Grenze. Aber wir haben die Grenze erreicht. Nice. Aber auch nur Zufall, dass wir das eine Level bekommen haben. Über 80.000 Münzen. Ob wir noch die 100.000 voll machen, das wäre schon irgendwie cool. Ja, da brauchen wir auch jetzt ein Levelglück. Und auch so, nee, denke ich nicht. Denke ich nicht. So, enthält Level aus Welt 5, Welt 6 und einer Geheimwelt. Ja, der Sternwelt halt dementsprechend. Hier die Blumenwelt und hier das die Pilzwelt. Ganz einfach. So, treten wir auch nochmal mit Mario an. Tatsächlich hat das wieder ungefähr 8 Minuten gedauert, also passt ja perfekt. Und am Ende werde ich auch nochmal diesen weißen Waschbäranzug ausprobieren. Auch hier ist ja die Goldblume einfach perfekt für. Muss man einfach mal so sagen. Hier mal. Ach so. Ach, ja moin. Ja moin. Okay, das ist interessant. Kann man hier auch alles zu Münzen machen. Aber wirklich, Goldblume hier, perfekt. Aber warte, ich muss jetzt da irgendwie hochkommen. Machen wir mal. So, perfekt. Wow, das war ein kleiner Leck. Die Brücke zerstören ist eigentlich keine kluge Idee. So, hier rüber. Hier gab es ja so ein paar Moves von mir. Wow, also ich muss trotzdem schon ein bisschen vorsichtiger sein. Wow. Warum bin ich so unvorsichtig? Ich muss mich mehr beeilen. Hier gehe ich jetzt mal nicht auf Zerstörung. Hier kann ich wieder ein bisschen auf Zerstörung gehen. Hier ist eine Ranke drin. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Okay, plus 100 Sekunden. Sehr, sehr schön. Dann hier mal alles zerstören, mal die ganzen Münzen einsammeln. Jedes bisschen Münzen ist doch ganz, ganz nice. Ins extra Dings gehe ich jetzt nicht rein. Ist mir jetzt zu zeitfressend. Aber ich krieg nicht mal die 1000 aktuell voll. Das ist schon ein bisschen doof. Ja, mit den 10.000 hier wird das nichts. Wenn ich nicht mal die 10.000 hier voll kriege. Ah. Es ist auch gefährlich mit der Goldblume. Daher bin ich so vorsichtig und auch jetzt ein bisschen stiller als sonst. Weil ich auf keinen Fall in so ein Loch fallen möchte. Oh, ich muss aufpassen beim Ziel. Da darf ich die Blöcke nicht wegmachen dann. Okay, okay, hier Starcoin. Wunderbar. Dann das hier nach oben. Genau. Oh, das muss jetzt gut getimed werden. Das muss jetzt gut getimed werden. Nee, schade. Nicht mal die mal zwei kriegen wir. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. War trotzdem ganz cool, da jetzt alles zu zerstören. Und ja, es macht halt am meisten Sinn, wirklich die Goldblume. Oh, ein Geisterhaus jetzt. Die Goldblume direkt im ersten Level zu verwenden. Es sei denn, man ist auf der Jagd nach diesem einen besonderen Level, wo man die Münzen farmen kann. Uiuiui. Ach, das ist dieses Geisterhaus. Eins der Geisterhäuser, die ich nicht so gefeiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum bist du da oben? Mensch. Gut, gehen wir mal hier weiter. Ist aber auch mal so schön, mal. Zeit, nice. Ist. Oh, 50 Sekunden gleich. Cool. Ist aber so schön, mal durch die Level so zu laufen, ohne dass ich irgendwelche Secrets suchen muss. Sondern einfach nur durchlaufen. Ist eine Entspannung. Dass man am Ende sagen kann: Gut, ich habe nicht alle Starcoins. Die brauche ich aber auch nicht. Wer braucht schon Starcoins? Niemand. Niemand braucht Starcoins. Das war ein Geisterhaus, wo kein Checkpoint war. Und darum haben wir zwischenzeitlich die 50 Münzen, denke ich mal, bekommen. Würde ich mal schätzen. Mann, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, dass ich sowas halt dann auch nicht mehr weiß. Obwohl das auch nicht so lange her ist. Gut, inzwischen auch wieder ein paar Wochen, vielleicht so 2, 3 Wochen für mich. Aber dennoch. Schon fast traurig. So, ach komm. Von hier aus kann ich die Fahnenstange auf jeden Fall erreichen, gerade mit Tanuki. Sehr gut. Stimmt, ich hätte beim anderen Level vielleicht mich treffen lassen sollen, um dann Tanuki auszurüsten. Obwohl, Tanuki hatte ich da, glaube ich, gar nicht. Na, egal. So, 5 Turm. Auf jeden Fall jetzt wieder ein Turm, also ein Bosskampf dann dementsprechend. Oh nein, die Lava wird steigen. Das war ein Turm, wo die Lava steigt. Welt 5? Das war doch die Wolkenwelt.
warum gibt es sowas nicht bei der Lava-Welt? Oder wie war denn der Turm bei der Lava-Welt? War da auch mit Lava? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh, ja, ja, ja. Das war ein bisschen sehr optimistisch von mir, da direkt so durchzulaufen. Das war sehr optimistisch. Hat funktioniert, aber es hätte auch schief gehen können. Ja, dreh dich, mein Freund. Natürlich. Und dann hier direkt weiter zur Starcoin. Sehr schön. Weiter links war irgendwann die zweite Starcoin oder war es später noch? Das war später noch. Jetzt teilen sie sich ja erstmal auf. Da lieber ein bisschen vorsichtig sein. So. Ja gut, Münzen sammle ich jetzt nicht. Da kommt schon die Lava, aber wir sind eh gleich bei der Halbzeit. So, hier zack, zack, zack. Sekunde habe ich auch nicht mehr viel übrig. Aber passt schon, passt schon. So, jetzt habe ich wieder was. Ja, der Münzrausch an sich ist schon sehr, sehr cool, wie ich finde. Zumal das gab es in den anderen New Super Mario Bros. Teilen nicht. Also in Wii auf keinen Fall, in DS auf keinen Fall und U wüsste ich nicht, dass es das da gab. Also das ist hier wirklich exklusiv, was doch schon ganz nice ist. Weil es auch schon ein Ansporn sein kann, hier möglichst viele Münzen zu sammeln, finde ich. Da hätte man ruhig auch noch die Level so modifizieren können, dass man noch deutlich mehr Münzen so bekommt. Meinetwegen oder so. Aber gut. Ah, jetzt drehst du dich. Ach, rechts war die eine Starcoin. Na gut, jetzt ist es zu spät. Oder komme ich da noch? Ah, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Dann holen wir uns halt die dritte Starcoin. Wie mache ich denn das jetzt so? Hier hin. Und zack. Wunderbar. Sehr schön. Das dreht sich ja gleich, glaube ich, wieder. Meine ich. Genau. Und dann sind wir oben angekommen. Da gibt es hoffentlich jetzt nochmal Zeit. Ah, bestimmt. Ja, hier, hier, hier. 10 Sekunden. Yes. 10 Sekunden ist immer das, was ich brauche. Immer her mit den Sekunden. 10 Stück ist doch super. Aha, jetzt ist diese Formation. Aber gut, die war ja auch nicht so wirklich schwer. Um ehrlich zu sein, gar nicht schwer. Gut, ich hätte mir jetzt vielleicht hier mehr so Schlösser gewünscht. Beim Münzrausch. Aber gut, ist halt Zufall. Ist halt Zufall. Das hat geklappt. Und ja, was wir jetzt noch machen, ist kurz den weißen Waschbäranzug mal zu zeigen, was der macht. Weil dazu hatte ich nicht die Gelegenheit. Hätte ich den nämlich genommen, im normalen Spielverlauf, dann hätte ich keine glitzernden Sterne, glaube ich. Oder einen Stern weniger. Ich glaube, keine glitzernden Sterne. Und ich wollte natürlich die glitzernden Sterne haben. Machen wir hier ruhig Welt 1. Und weißer Waschbäranzug ist so in der Art wie der Tanuki. Ihr seht, ich sehe aus wie ein Tanuki. Allerdings, das Aufladen geht deutlich, deutlich schneller. Und der große Vorteil ist halt hier, dass man... Oder? Ich muss mal kurz gucken. Nein, doch nicht? Ich dachte, ich kann damit unendlich fliegen. Dann doch nicht. Ich dachte, ich kann damit unendlich fliegen. Aber nee. Und meine Zeit geht mir aus. Ich muss mal kurz zur Halbzeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Danke. Gut, 50 Sekunden. 50 Sekunden Zeit. Oder bin ich dadurch unbesiegbar? Ach so, ich bin dadurch unbesiegbar. Das war der große Vorteil. Ich dachte, unendlich fliegen. Unbesiegbar ist ja noch krasser. Wie ich finde. Ja, ich kann einfach in die Gegner reinlaufen. Krass. Okay, das war mir so nicht mehr bewusst. Ich dachte wirklich, man fliegt dann unendlich. Okay, gut. Dann war's das jetzt mit New Super Mario Bros. 2. Münzrausch-Modus ging dann doch nochmal schneller vorbei. Es gab damals noch DLCs, tatsächlich. Ja, New Super Mario Bros. 2 hatte damals DLCs. Ich glaube, es waren von Nintendo generell die ersten DLCs, die so rauskamen. Allerdings, die habe ich nicht. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich die mit einem Emulator irgendwie einpflegen könnte. Daher gibt es nur diese drei Pakete. Aber es gab hier noch weitere Pakete hier im Münzrausch-Modus. Was in meinen Erinnerungen, ich habe da halt damals Videos von gesehen, doch auch teilweise sehr schwer war, glaube ich. Ja, gut. Das war's jetzt hier. Streetpass-Rekorde kann man sich halt von anderen Leuten, die man per Streetpass begegnet, sich anschauen lassen. Und dann, ja, freue ich mich dann auf ein neues Projekt. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.